Heute ist ein sehr besonderer Tag und zwar, wir werden jetzt zu King Crimex fahren und dem werde ich nämlich eine richtig dicke Überraschung machen, Freunde. Ich sag euch ehrlich, damit wird er niemals rechnen. Ich werde ihn jetzt erstmal anrufen und fragen, ob er zu Hause ist. So, Max, bist du da? Ja, was ist los? Ey, Max, ich habe was ganz Krasses für dich. Ich sag dir ehrlich, dass du wirst durchdrehen. Ich komme jetzt direkt zu dir, okay? Nee, heute schlecht. Hä, wie heute? Nein, Max, ich komme jetzt vorbei, Bro. Nee, geht nicht. Hä, Bro, ich bin doch dein bester Freund, Alter. Und jetzt auf einmal sagst du, ich soll nicht vorbeikommen? Ja, geht halt gerade nicht. Ja, okay, alles klar. Ich komme, aber bist du zu Hause gerade zufällig noch? Ja, aber komm nicht vorbei. Ja, okay, alles klar. Hau rein, tschüss. Hä, Leute, wieso war Max so komisch gewesen? Das ist ja richtig merkwürdig, das kenne ich ja gar nicht von ihm. Aber er hat auch so richtig komisch geredet, Leute. Also ich sag euch ehrlich, vielleicht ist da irgendwie was passiert bei ihm oder so zu Hause, dass er quasi meine Hilfe braucht. Ich habe keine Ahnung, wir fahren jetzt einfach mal vorbei und dann gucke ich mir an, was er sagt. Hä, ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn, weil so kenne ich ihn doch gar nicht. Leute, wir sind wie ein Bruchbrüder. Ey, und hier ist sein Haus und, hä? Hallo, wer sind Sie denn? Yeah, man, was soll das? Was soll das? Ich will zu iCrimex. Yeah, kannst vergessen, man. Kannst direkt wieder nach Hause fahren. Hey, Junge, wie bist du denn drauf, Junge? Ich lass mich von dir gar nichts sagen, Leute, hey. Bro. Hey, brauchst gar nichts. Keine Welle hier machen. Wenn ich zu Max will, dann will ich zu Max, Junge. Und, hey, der steht doch hier einfach nur. Hey, guck mal, wer hier ist. Stani. Ein Bruchbrüder. Jo. Stani, hat dir mein Security nicht gesagt, dass ich heute keine Gäste empfange? Warum? Seit wann hast du denn die Security und so? Was ist das denn hier für ein Hackback? Ich dachte, Bro, irgendwas ist passiert. Du hast dich voll komisch angehört am Telefon. Ey, Stani, Alter. Ich hab doch eine krasse Überraschung für dich. Ich hab doch gesagt, komm heute nicht vorbei. Wie? Ich soll nicht vorbeikommen? Ja, ich hab noch zu tun. Ja, kannst du mich doch mitnehmen? Ich kann dir helfen. Brauchst du Hilfe? Ja, ey, wir arbeiten zusammen. Nee. Wie in den alten Zeiten, Max. Wenn du Probleme hast, boom, wir arbeiten zack, zack. Ich sag ehrlich, vier Hände heißen ein schnelles Ende. Checkst du das? Das ist ein schlauer Spruch, aber manche Dinge muss man alleine regeln. Ja. Ein anderes Mal, Stani, wirklich. Ja, okay, Max. Alles gut, Bro. Dann hau ich rein. Nee, brauchst jetzt nicht wegfahren wegen meiner, Bro. Ich hau jetzt ab. Nein, alles. Ich hab zu tun jetzt. Ah, okay, alles klar. Du hast zu tun. Ja, okay, dann hau ich jetzt auch mal ab und. Ja, gut. Tschüss, Max. Tschüss. Hey, Leute, Junge. Hä? Er hat doch gerade gesagt, er hat zu tun. Ah, doch, jetzt fährt er runter. Oh, er fährt doch hier safe nur einmal um den Block oder so und dreht dann wieder um oder so. Ey, der hat mich doch voll hops genommen, Leute. Guckt euch das mal an. Der ist da hinten unterwegs. Ich muss jetzt mal gucken, Leute, ob er wirklich irgendwo hinfährt oder ob er jetzt einfach wieder zurückfährt. Irgendwas bedrückt den doch, Leute. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ey, nein, guckt euch das an. Bro, er hat so getan, als würde er abhauen, dass er mich los wird. Was ist, ey, irgendwas muss da sein. Ich habe eine Idee, Freunde. Wisst ihr was? Wir müssen einfach Max verfolgen. Aber wie machen wir das am besten? Ich brauche am besten eine unauffällige Tarnung, deswegen gehe ich am besten mal hier in den Kleidungsladen rein und ziehe mich um. Vielleicht klappt das ja, Leute. Oh, das wäre einfach zu heftig. Und dann werde ich einfach mal gucken, was er da so rumtreibt. Junge Leute, guck mal, wir haben uns jetzt erstmal umgezogen. Ich bin jetzt hier erstmal komplett undercover unterwegs. Max wird doch niemals herausfinden, dass ich das bin. Und jetzt werden wir einfach zu ihm zurückfahren. Aber diesmal müssen wir aufpassen, dass der Security mich nicht sieht. Also ich werde mich hier irgendwie an der Seite einfach hier so... Oh ja, guck mal, wir können ja eigentlich an der Seite direkt den Eingang nutzen. Und dann werde ich mich mal hier ins Haus reinschleichen und die mal so ein bisschen beobachten und gucken, was denn Max so Wichtiges überhaupt vorhat. Okay, wir werden jetzt einfach hier von der Außenanlage hochgehen, hier durchs Tor durch. Zack, Leute. Und dann sind wir auch schon direkt auf sein Grundstück drauf. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass er uns nicht sieht. Wir müssen leise vorgehen. Und hier geht es ja in seinem Haus rein. Und oh, guck mal, da sitzt Max, Leute. Oh mein Gott. Ja, ich bring dir die Millionen später vorbei. Ja, entspann dich. Ja, ist doch alles gut. Wir sind doch in der Zeit. Ja. Was für Millionen? Ja, das konnte vorhin nicht. Ja, der hat genervt. Ja, genau. Ich hab genervt, Leute? Warum sagt Max sowas, Alter? Ja, du weißt doch, wie er ist. Nervig wie immer. Ja. Hä, genau. Redet der mir von mir oder redet der von dem anderen, ja, Leute? Nee, später bring ich dir die 1 Million wirklich vorbei. Hör auf, meine Familie zu bedrohen. Hä? Du kriegst dein Geld. Ja, tschüss. Mann. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir müssen aufpassen. Ey, ich merke schon, dass Max da irgendwelche
Dings hat. Oh Gott, wo geht der hin, Leute? Hey, okay. Wir werden ihn verfolgen, Leute. Und sobald ich irgendwie mitkriege, dass er Probleme hat, ich werde direkt eingreifen, Leute. Weil jetzt hier irgendjemand Max herausfordern will, dann hat er das mit den Einbruchbrüdern zu tun. Und Leute, ihr wisst, ich bin seit Anfang an Mitglied der Einbruch... Ach, ich habe meine Jacke ver... Wer bist du denn? Hallo, ich bin Paul Berger. Alter, das ist ein Einbrecher in meinem Haus. Hände hoch, Junge! Ich bin Paul Berger. Du bist nicht Paul Berger. Nein, no, ich bin Paul Berger. Ah, Max! Ah! Ey, Max, ich bin... Stani, du bist? Ja, Bro, du machst mir irgendwie voll Sorgen, Bro. Was ist denn mit dieser 1-Million-Geschichte und deine Familie... Alter, hast du mich gerade belauscht, oder was? Deine Familie wird bedroht, hä? Ey, Stani, ich hab's dir gerade eben schon gesagt, das geht dich gar nichts an jetzt. Jetzt belaust du mich auch noch. Oh mein Gott, Leute. Lass mich einfach in Ruhe jetzt. Ey, Max ist voll sauer jetzt. Aber ich check nicht, was da genau los wird. Und unsere Tarnung ist auch aufgeflogen. Ey, das ist gar nicht gut. Ich muss irgendwie Max verfolgen. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wir müssen uns richtig anschleichen. Vielleicht sollte ich mir eine bessere Tarnung übernehmen. Hä, Bro, was schreist du denn hier so rum? Ey, was ist das hier für ein süßer Hund? Heißt der Hund Lotti oder was? Das ist mein Hund Lotti. Hä, ich hab auch einen Hund, der heißt Lotti. Wie cool ist das denn bitte? Hä, wer sind Sie überhaupt und was machen Sie hier? Hä? Ich bin Magier. Sie sind Magier? Sind Sie vielleicht Magier, schnell die Flasche leer trinken oder was? Du solltest mich nicht unterschätzen, Junge. Ich bin Zauberer. Du bist Zauberer. Okay, was kannst du denn zaubern? Und dein Hund ist dein Assistent, oder was? Ist das nee, Candy? Das, hallo, das Candy. Das ist einfach nur mein Haustier. Ja, und was kannst du jetzt zaubern? Sag mal. Kann vielen Leuten bei ihren Problemen helfen. Ich sag's mal so. Ja, ich würde gerne... Junge, hast du Probleme? Ja, ne? Mein Problem ist, ich würde gerne unerkannt meinen Freund verfolgen. Okay, ich verstehe. Ja, geht das oder was? Ich hab da so eine Idee. Wir könnten einen Tierzauber anwenden. Hä, Leute, ein Tierzauber? Ich kann dich in ein Tier verwandeln. Was, du willst mich in einem Tier verwandeln? Okay. Und dann kannst du deinen Freund beobachten. Oh mein Gott, Leute, wie krass wäre das? Das ist eigentlich voll die geile Idee. Aus der Sicht eines Opossums. Was ist ein Opossum? Kann ich in Opossum verwandeln. Nee, Opossum fällt auf. Ich wäre lieber vielleicht auch so ein Hund oder so. Hund? Oder eine Ratte? Nee. Das würde ich eher sehen an dir. Nee, das muss wirklich so auffällig sein. Ja, okay, pass mal auf, dann verwandle mich einfach mal. Ich kann's starten. Okay. Aber ich muss dich warnen, Junge. Der Zauber hält 24 Stunden. 24 Stunden bin ich also ein Tier? Ja, mein Gott, okay. Ja, ich bin bereit. Okay. Dann starte dann mal. Dann musst du erstmal hier einen Schluck trinken. Das ist meine Zauberbrühe. Ey, was ist das denn? Leute, was hat der mit mir gemacht? Warte mal, das war ein Fehler. Ich bin eine Kuh, Mann, ich will keine Kuh sein, was soll das? Ja, entspann dich kurz, war der falsche Zauberspruch. Alter! Hä? Ich bin ein Hundi! Hä? Es hat geklappt? Ja. Wie krass ist das bitte? Du bist jetzt 24 Stunden lang ein Hund. Oh mein Gott, Leute, eigentlich ist das voll die gute Idee, weil damit können wir Max über unauffällig verfolgen. Kann ich da eigentlich als Hund auch Auto fahren? Aua, ich bin direkt gecrashed, Leute. Ah, ich bin müde, Hund. Danke, der Herr. Jo, gerne. Okay, Leute, guck mal, ich kann sogar ins Auto einsteigen. Kann ich Auto fahren? Ich kann leider kein Auto fahren als Hund. Aber ist auch eigentlich relativ egal. Aua, das sah nicht gesund aus. Ich werde jetzt einfach mal direkt zu Max gehen und mal gucken, was er sagt, wenn so ein kleiner, süßer Hundi da kommt. Ey, da wird er doch niemals darauf kommen, dass ich das bin. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal, hier ist ja Max sein Haus. Wir gehen jetzt mal einfach hier so als kleiner Hundi rauf. Und guck mal, da ist die Security. Theoretisch könnte ich den ja auch angreifen, Leute, und zerfleischen. Oh, da ist ja meine süße Hund. Put. Oh ja, komm her. Willst du eine Leckerli? Willst du eine kleine Leckerli? Oh ja, das ist meine kleine Junge. Guck mal, Leute, Junge.
Guck mal, Junge, der hat uns einfach raufgelassen. Wie krass ist das, bitte? Das ist zu heftig. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Bug suchen. Und dann werden wir uns so ein bisschen mit ihm anfreunden. Und dann mal gucken, ob er uns vielleicht auch mitnehmen wird. Vielleicht wird er uns ja aufnehmen. Weil ich glaube nämlich, Max hat eigentlich auch echt ein Herz für Tiere. Und guck mal, da ist er ja schon. So, Leute, da ist er ja schon. Was machst du denn hier? Guck mal, Alter. Wie bist du denn hier reingekommen, Junge? Ja, ich bin hier reingekommen. Wie heißt du denn überhaupt? Oh, ist da irgendein Name da dran? Oh, da ist der. Oh, das ist echt ein lieber Hund. Steht da irgendein Name dran? Nee, ey, Leute, Namen. Ich werde mal Max jetzt eine kleine Überraschung hier reinsetzen. Dann werde ich dich jetzt einfach auf den Namen Stani taufen. So. Leute, Stani, was ist das denn? Du bist jetzt hier mein Haustier. Oh mein Gott. Du bist ja ein netter Hund. Ey, jetzt Leute, komm mit. Dafür, dass der so gemein zu ihm zu mir ist, werde ich dir mal eine kleine Überraschung hier jetzt reinsetzen. Oh, Stani, Leute. Was machst du denn? Alter, du hast dir alles voll gemacht hier. Ich habe ihn erst mal einen kleinen Haufen reingesetzt, Leute. Alter, wie kann man denn so einen großen Haufen machen? Alter. Ja, da hätte er selber Pech, Mann. Leute. Bis er halt rausgeht. Ja. Boah, Stani, komm mit. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Guck mal, er sagt auf jeden Fall, dass ich mitkommen kann. Und wahrscheinlich kann ich jetzt mit ihm irgendwo hinfahren oder so. Guck mal hier. Du bist auf jeden Fall ein netter Hund. Komm, steig ein. Ich habe eh noch Sachen zu erledigen. Mitkommen. Okay, Leute, guck mal, Max sagt jetzt, er hat noch Sachen zu erledigen. Aua, ich bin hier erstmal falsch Dings hier einmal ins Auto rein. Oh, das ist voll krass, Leute, und voll nett, dass Max einfach einen Hund in seinen Lamborghini transportiert. Wie nice ist das jetzt? Und Leute, wir sind jetzt einfach hautnah dabei. Und jetzt werden wir herausfinden, überleg mal, mich wollte er nicht mitnehmen. Security, du bist gefeuert. Was? Alter, Leute, wie ist denn Max drauf? Der hat gerade den Security kalt gemacht. Oh mein Gott, Bro. Niemals. Ach, so, Hundi, wir haben auf jeden Fall heute noch ein paar Termine. Wir müssen erst noch was Geschäftliches erledigen und dann habe ich noch ein Date später, da werde ich dich mitnehmen. Ein Date, Leute? Oh, okay, da bin ich mal gespannt, was für ein Date das, was hier Max für ein Date hat. Aber er hat jetzt auch Geschäftstermine, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hä, Leute, wo fährt er denn mit mir hin? Der fährt mir hier schon die ganze Zeit durch die Gegend, aber was will der? Oh, da vorne sind die. Ey, Stani, steig mal hier aus, Junge. Warum soll ich hier aussteigen, Leute? Das könnte gefährlich werden. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich hol dich hier gleich wieder ab. Sitzplatz. Sitzplatz. Leute, wie süß ist denn Max, Leute? Guck mal, der macht sich Sorgen um uns als Hundi. Das ist ja voll cool. Aber ich will natürlich wissen, was da abgeht. Deswegen werde ich da direkt mal hingehen, Leute. Ich bin schließlich ein Kampfhund. Hallo, Mr. Berger. Ich bin hier mit der Waffenlieferung. Ah, Ivanokov, ja. Ja. Bitte geben das Geld. Ich muss weiter zur nächsten Lieferung. Wir haben das Geld geben, Mann. Drei Panzer. Wir haben Waffen, Raketenwerfer, alles. Okay, wie besprochen. Hier eine Kostprobe. Hier funktionieren. Ja, sehr gut. Wie besprochen, hier 2 Millionen Dollar. Und bitte eine Trinkgeld bitte auch geben. Übertreib's nicht, Ivan. Okay, danke. Sie wissen, wohin bringen, zu die Rainbow-Mann. Ja, ich weiß, wo ich das hinbringen soll. Alter, Leute, was ist das denn? Was hat Max denn hier mit einer Waffenlieferung zu tun? Alter, das kann doch nicht wahr sein. In was und ey, keine Polizei. Ja, ist ja gut, natürlich keine Polizei. Ey, Max Alter, ist hier in absolut dubiose Geschäfte verwickelt. Ey, ich habe keine... Stani, ich sag dir ehrlich... Ich hab hier echt mich mit falschen Leuten eingelassen. Ja, der hat sich wirklich mit den falschen Leuten eingelassen. Jetzt muss ich hier diesem Candy, den kennst du noch nicht, den muss ich jetzt hier die Waffen vorbeibringen. Aber, Mann, ey, der hat mich voll unter Kontrolle. Ey! Ich mach das nur, weil ich nicht will, dass er von meinem Kumpel Stani das Autohaus zerstört. Was? Mann, ich hab dich übrigens auch nach ihm benannt, nach meinem besten Freund. Bro, Leute, oh mein Gott, ey, Max hat einfach den Hund nach seinem besten Freund benannt. Er hat es sogar gerade nochmal gesagt, wie krass ist das bitte? Und wieso muss er jetzt diese Waffenlieferung zu Candy bringen? Der war doch so Ewigkeit nicht hier gewesen und jetzt hat er irgendwie Max in der Hand. Alter, Leute, wenn ich das rauskriege, dass Candy hier irgendwas mit zu tun hat, dann werde ich den platt machen, ey. Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt, wo er hinfährt und ob das wirklich der Regenbogenmann Candy ist, der hier was mit dazu tun hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ey, wo ist das denn hier? Was hat Candy denn mit dem Human Labs Labor zu tun? Ich check das alles nicht. Nicht, dass der sich von hier jetzt heimlich aufbaut oder so. Hä? Alter, ist das Candy, Leute? Yeah. Du bist Crymax. Ich bin Candy. Ich bin ehrlich. Hä? Max? Ja, Candy. Jo, was geht? Maximilian, Junge. Ja, her damit. Also, du weißt, du kennst den Plan. Ich werde zu Stani fahren. Ich werde die Waffen rausnehmen. Ich werde zielen und sagen, hier, Stani, ich mache das beste Auto aus der Welt. Und dann werde ich BAM! Ey, Leute, warum hat der hier so viele Autos? Der will meine ganzen Autos zerstören, mein komplettes Autohaus. Aber dann lässt du Paul Berger in Ruhe. Candy Rainbow Cars auf die 1. Ich werde Stani erledigen und Paul Berger in Ruhe lassen. Na klar, natürlich. Gut. Dann war das der Deal und jetzt lass mich mal an, Leute. Was hast du denn für einen Hund hier? Stani, beruhig dich. Ey, lass meinen Hund, hör auf, meinen Hund zu treten. Au, was ist denn? Ey, ich steig einfach hier ein in den McLaren. So, ich werde das beste Auto ausmachen. Komm raus, Junge, ich mach den platt, Stani, Alter. Komm her, bevor er dich noch verletzt. Wie heißt dein Hund? Stani. Was ist das denn für ein Name? Naja, auf jeden Fall. Max, wehe, du warnst Stani, ja? Nein, werde ich nicht tun. Oh Mann, ey, Leute. Und Max, ganz kurz. Ja. Du weißt selber, dass Flauschi in der Stadt ist. Wehe, du triffst dich mit ihr. Ja, mache ich natürlich nicht. Aber wenn er wüsste, mit wem ich mich später noch auf ein Date treffe. Ey, Leute, Alter, was Candy will? Candy hat Max in der Hand, weil er Paul Berger entführt hat und Candy will mein komplettes Auto aussprengen, weil er durchdreht, weil ich ihn damals gefeuert habe, weil er Mist gebaut hat. Aber was kann ich denn dafür? Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt, was Max macht, Leute. Ey, Mann, ich muss jetzt mal direkt Stani anrufen. Ich meine, jetzt ist das ja erledigt. Jetzt kann ich ihm das endlich erzählen. Ey, Leute, ich ihm nichts erzählen, ich kann doch nicht ans Telefon gehen. Ich bin doch ein Hund, Junge. Ich kurz anrufen. Ich hab doch gar kein Telefon. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Oh mein Gott. Hä? Warum geht der nicht ran? Hä? Warum ist der nicht erreichbar? Mann, ey, wo ist der denn jetzt, der Bummi? Ey, Leute, Max hat das alles für mich gemacht. Ich wird das schaffen, aber gut, ich muss jetzt erstmal auf ein Date gehen. Ich muss mich jetzt noch mit Flauschi treffen, um erstmal Candy schöner ins Auszuwischen. Oh mein Gott, Leute. Max geht jetzt auf ein Date mit Flauschi und wir sind live dabei. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was da abgehen wird. Oh, das ist ja zu krass. Oh mein Gott, da steht Flauschi schon, Leute. Hör mal zu, Puppe. Jetzt gibt's hier richtig Stress. Gib mir Flauschi, Leute, Flauschi, wird doch angemacht. Ey, Stani, pass. Hey, nein. Max, hallo? Braver Junge. Ey, Flauschi, na, alles gut? Zum Glück bist du endlich da. Der hat mich voll doof angemacht hier. Ey, sehr gut, Stani. Feiner Junge. Hast du deinen Hund dabei? Ja, der ist mir heute zugelaufen. Habt ihr mal eine Mark? Hallo? Stani, fass. Ey, du bist... Oh! So, Leute, den macht mich platt. Der Hund. Alter. Das ist krass, ja? Er ist richtig... mein Gott, Leute. Richtiger Feini. Der ist eigentlich ganz zahm. Hey Leute, wie krass ist das bitte? Max hat ein Date mit Flauschi und wir sind live dabei. Das ist richtig süß, aber der ist ein bisschen groß. Ich habe Angst vor großen Hunden. Nein, vor dem brauchst du wirklich keine Angst haben. Okay, gut. So, sollen wir noch was machen? Ja, aber was willst du denn machen? Warte mal, ich pack am besten mal... jetzt habe ich dich hier auf den Arm genommen. Ich wollte eigentlich meinen Hund auf den Arm nehmen. Hey, lass mich runter. Und, sorry, warte. Stani, komm du mal kurz her. So, zack. Komm, steig ein, Flauschi. Wir können mein Auto nehmen, ja? Nein, wir fahren mit meinem Lambo. Wo wollen die jetzt hin, Leute? Wo wollen die jetzt hin, Leute? Ich check's nicht. Stop the car! Bleiben Sie stehen! Oh mein Gott. Oh Mann, ey, jetzt fahr ich mit meinem Date hier, Alter. Das gibt's doch nicht. Oh, Mister! Ja, was los? Stehen bleiben! Wir haben eine Anzeige bekommen von einem Mann und er sagt, ihr Hund hat ihn angegriffen. Hier vorn. Nee, gerade vor 5 Minuten. Hey Leute, das ist nicht mein Hund. Achso, wir nehmen Hund mit, einmal mitnehmen. Nein, die wollen ihn mitnehmen. Die wollen ihn mitnehmen. Hey, was passiert hier? Alter, oh mein Gott, Stani, Alter, du drehst ja völlig durch. Du hast einen Polizisten. Ey, hör auf damit. Die Leute, wollen dich sonst einschläfern. Was sollte ich machen, Alter? Was sollte ich machen? Ey, Stani, ich muss dich sofort aus der Stadt rausbringen. Flauschi, unser Date ist verschoben. Stani, steig rein. Oh Mann, okay. Oh.
Mann, Stand, was hast du gemacht? Du hast einen Polizisten angefallen. Oh mein Gott. Dann dich einschläfern für die Aktion. Ey, Leute, nicht, dass Max jetzt Ärger kriegt, wegen mich, weil Max einen Kampfhund dabei hat. Aber ich wollte doch eigentlich nur Max beschützen. Oh nein, Leute. Gott, ich weiß, dass du es gut gemeint hast, aber so Hunde, die sowas machen, werden eingeschläfert. Ich muss dich sofort in Sicherheit aus der Stadt rausbringen. Leute, nicht... Ring. Was ist das denn? Max, der Telefon klingelt. Ja, Leute. Hallo? Max, hallo? Ja. Wo hast du... Hast du dich mit Flauschi getroffen? Oh sei Gott. Ehrlich. Ich werde dich finden, Max. Ja, ich habe mich mit Flauschi getroffen und jetzt... Ich mach dich platt, Max. Dann komm doch her, 1 gegen 1. Ich mach dich platt wie eine Briefmarke. Alter, das nimmst du zurück. Nein. Oh mein Gott. Leute. Wir sind keine Freunde mehr, Max. Was? Alter, ich hasse dich. Ring, Junge. Oh mein Gott, Leute, das ist ja bald ein Boxkampf, Leute. Max wird ja bald einen Boxkampf gegen Candy machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Max gewinnt, weil Candy will mein Auto auszerstören. Und wie korrekt ist das bitte? Max hat einfach sein Date zurückgelassen, um mich in Sicherheit zu bringen, okay. Leute. Sein kleiner Hund, die Stani, Alter, das ist ja voll krass. Okay, Stani, so, guck mal hier, das ist hier so eine Farm. Hier hast du bestimmt ein gutes Leben als Haustier. Hä? Hier hast du viel Auslauf und sowas, schön aus der Stadt raus. Ey, Leute, der will mich jetzt hier aussetzen. LSPD, stehen bleiben. Die Hände hoch, LSPD. Ich nehm die Hände, ich nehm die Pfoten hoch, Leute. Ich nehm die Pfoten hoch. So, jetzt Stani, haben wir sie. Weg. Renn weg. Stehen bleiben, alle beide. Sitz, mach Sitz, Hund, mach Sitz. Nimm die Pfoten hoch, Leute. So, also, sieh da, gehört der Hund Ihnen? Nein. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Doch, Check an Zentrale, haben ein Hund ohne Besitzer. Ja, Check, nehme ihn mit. So, der Hund ist konfisziert. Lass Dani runter. Oh mein Gott, Leute. Stani, ich muss jetzt erstmal selbst auf die Flucht gehen. Ja, bleib aus der Stadt raus. Halte dich hier auf der Farm auf. Hier ist so ein gutes Leben. Es war schön mit dir. Hey, Leute, wie krass ist das bitte? Max lässt mich jetzt alleine. Oh, Max haut ab, Leute. Aber die Polizei ist hinter ihm her. Er hat gerade wegen mir einen Polizisten erledigt und er hat jetzt 5 Sterne. Freunde, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen überleben. Und dann werden wir hoffentlich bald wieder zurück ein normaler Mensch werden, weil wir müssen ja 24 Stunden als Hund überleben. Ey, Leute, aber nicht, dass mich jetzt hier noch jemand findet oder so. Wir müssen echt einen guten Standort finden, um uns zu verstecken, aber hier ist nirgendwo. Leute, können wir hier vielleicht irgendwie ins Haus rennen oder so, aber hier ist alles abgeschlossen. Wohin soll ich denn? Ich bin hier komplett alleine und ich bin ein Hundi. Was ist das denn? Ich höre doch, hallo? Martin, bist du das? Oha, hier ist ein kleiner Hund. Hallo. Dich werde ich behalten. Oh mein Gott, Leute, wir haben eine neue Besitzerin gefunden. Oh, mitkommen. Freunde? Wir gehen direkt mal baden, weil du bist ein dreckiger Hund. So. Ich bin doch kein dreckiger Hund, Leute. Oh mein Gott, jetzt hat die mich hier direkt ins Wasser reingelassen. jetzt gehen wir hier gerade mal baden. Guckt euch das an. Wie lustig ist das bitte? Die geht direkt mit mir baden. Leute, ey, Max ist der absolute Held gewesen. Candy ist ein Bösewicht und Flauschi war einfach auch mit dabei. Checkt die Jungs ab, lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Das war's gewesen. Tschö, bitte.